Hallo Freunde der Eisenbahn und Modellbahn. Ich habe euch heute das Spur 0 Magazin Nummer 47 mitgebracht. Ich werde euch daraus einige Inhalte zeigen. Ja, dann wollen wir doch mal anfangen. Ich habe das Ding hier abonniert. Als Abonnent bekommt man eine kleine Beilage dazu. Dieses Mal ist es ein Aufklebebogen. Mit Verkehrsschildern. Finde ich ganz toll. So, dann wollen wir mal schauen. Gleich auf der vierten Seite beginnt das Inhaltsverzeichnis. Dann geht es los mit Neuheiten. Das einzige, einige Hersteller, na, ich bin am Stottern, macht nichts. Neues anbieten in puncto Eisenbahn, Modellbahn. Ja, dann schauen wir mal. So, dann wird hier erklärt, wie man einen Werkstattwagen für den Bauzug baut. Das ist sehr gut erklärt. Das kann dann jeder nachmachen, wenn er die Grundmaterialien hat. So, dann der Geländebau mit Styrodur. Sollte sich jeder, der Gelände baut, in Ruhe durchlesen. Es sind einige schöne Tipps dabei. Auch wie man Styrodur schneiden kann und so weiter. Viele von den Modellbauern wissen das noch nicht. So, dann. Es ist super erklärt. So. Dann selbstverständlich auch immer Werbung. So, 3D-Druck für zu Hause. Auch wunderbar erklärt. Das Einzige, was ich eben halt da vermisse, sind die Preise von den Teilen, die die da benutzen. Es steht kein einziger Preis drin. So, dass ich schon mal einen Anhaltspunkt habe, kostet das jetzt 300 Euro, 500 Euro oder 10.000. Finde ich schade. Aber ansonsten, das, was sie da gedruckt haben mit den einzelnen Filamenten, ist das schon okay. Am lustigsten finde ich hier die Toilette, die sie gemacht haben. Also, das ist meistens etwas, was umgangen wird beim Modellbau. Ja. Gehört aber dazu. So, dann gibt es von Spur 0 Magazin Sondermodell. Ein Teleskophaubenwagen. So, dann die Bauanleitung, wie ich ein Straßenbahndepot bauen kann. Auch sehr ganz toll erklärt. Sehr schön. Wunderbar. Dann einen der größten Zulieferer für Modelle in der Größe, Adi. So, und dann ist hier eine Modellbahn erklärt, und zwar Kambach vor der Höhe. Wunderschöne Bilder von der Bahn. Würde ich mir gerne mal irgendwann selber anschauen, das Teil. Mal sehen, vielleicht lässt sich da ja mal was einrichten. Ja, dann wie gesagt Werbung. Sonst würde das Heft unbezahlbar werden. Wunderschöne Bilder von der Anlage. Da hat sich einer sehr viel Mühe gegeben. So, und dann hier nochmal der Hinweis extra für Abonnenten, Verkehrsschilder. Das sind Klebeschilder, das heißt also abziehen und auf die Objekte draufkleben. So, das war es im Großen und Ganzen mit dem Spur 0 Magazin. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, schreibt sie uns in die Kommentare. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich verabschiede mich mit: Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.